So, meine Freunde, ich begrüße euch nach längerer Abwesenheit meinerseits auch endlich mal wieder auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog und das Ganze passiert heute. Ich fahre heute nach Nürnberg ins Stadion. Der ein oder andere weiß ja, ich bin mit Leib und Seele Nürnberg-Fan. Diese Mannschaft werde ich auch heute, wie es sich auch gehört, im Vlog supporten. Des Weiteren werde ich morgen tätowiert. Am Sonntag geht es dann auf ein Konzert von Ed Ozaya in Frankfurt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann auf der Fahrt nach Nürnberg. Upsala. So, kann losgehen. Frankfurt und vorher. So, los geht's mit einem Müssos und auf jeden Fall noch einer Kleinigkeit zum Festmachen. Prost. Das kann ich auch problematisch. Mal Bisch. Daily Vlog, Alter. So, Leute, kurz vorm Stadion. Nochmal einen kurzen Halt. Wir sind gut dabei. Auf jeden Fall gute Stimmung. Alle am Bock. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, ich kann natürlich jetzt nicht allzu viel filmen bei uns im Blog, beziehungsweise eigentlich nichts, weil handyfreie Zone, die Leute, die so ein bisschen in der Fußballszene drin sind, wissen Bescheid. Ich versuche auf jeden Fall, die Leute nicht irgendwie in Fokus zu rücken oder so und dass man die Leute nicht erkennt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt eine recht hitzige Partie. Auf jeden Fall unglaublich gute Stimmung bei uns im Block. Auch im Neuner sehr, sehr gute Stimmung. Sehr gutes Spiel bis jetzt. So, Leute, aufpassen, dass ich keinen drauf bekomme. Wir haben die Halbzeit 0-0. Es war bis jetzt ein recht ausgeglichenes Spiel, aber wir haben schon so ein bisschen mehr Ballbesitz. Die Chancen waren auf jeden Fall schon da. Die Stimmung ist immer noch gut. Die Leute haben Bock. Wir holen das Ding heute. Kleinen Snack hier inhalieren an dem Stadion und dann geht's auch schon wieder heim. Der nächste Tag, das ist Samstag, ich bin gerade auf dem Weg, um mich tätowieren zu lassen. Ja, ein kurzes Revue zu dem gestrigen Spieltag. Stimmung war sehr, sehr geil bei uns im Stadion, bei uns im Block. Wir sind sehr nah am Neuner gestanden, das ist der Ultra-Block, wir sind bei der BDA, also im Block der BDA. So. Auf jeden Fall, die Stimmung war sehr geil. Was mich irgendwie ein bisschen irritiert hat, war, dass gestern die Fahnen nicht geweht haben. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin da nicht so ultrativ drin. War auf jeden Fall sehr geil. Geiles Spiel, geile Stimmung. Sehr gut feuchtfröhlich unterwegs gewesen auch gestern. Also war in Ordnung. Mein Kollege hat 50 Euro auf den Club gewettet, hat gestern nochmal irgendwie 90 Euro rausgeholt oder so. Also alle glücklich nach Hause gegangen. Heute Morgen schon ein paar Leuten die Haare geschnitten und jetzt geht's ab zum Tätowierer bzw. zur Tätowiererin. David werde ich sicherlich auch den ein oder anderen Clip machen. Ja, dann seht ihr auch, was ich mir stechen lasse. Kippen und halt keine Schande. Angetrieben vom Gedanken. Es ist aus, ich bin raus aus dem, was ich kannte. Ich bin raus aus der Scheiße. Jedem das seine, aber mir bitte das meiste. Ja, ich will was erreichen. Nur kurzes Update, Freunde. So sieht's jetzt aus. Ist gerade Folie drum. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Ist alles sehr clean. Und jetzt fehlt halt nur noch Schattierung.
Aber erstmal lassen wir das Ganze verheilen und dann machen wir die Schattierung in ein paar Wochen. Auf jeden Fall Mordsgerät. Ich bin sehr zufrieden. Wir sehen uns dann morgen früh, beziehungsweise morgen auf jeden Fall irgendwann, wenn es dann heißt, auch nach Frankfurt zum Edo Saya-Konzert.